Herzlich willkommen zu meinem 35. Kurzvideo zu Windows Grundlagen, Grundkompetenzen. Jetzt zeige ich dir, wie man die installierten Programme sich anzeigen lassen kann und sie auch deinstallieren kann, also vom Computer wieder, vom Rechner wieder entfernen kann. Du gehst wieder ins Startmenü und suchst nach folgendem Begriff, den habe ich jetzt hier eingegeben, Programme hinzufügen und entfernen. Ich klicke drauf und es öffnet sich jetzt hier ein Fenster mit den Programmen, die hier auf meinem Rechner installiert sind. Hier in dem Fall momentan 203 Apps. Wenn ich dann welche entfernen möchte, also deinstallieren möchte, ich klicke mal hier drauf und klicke auf deinstallieren. Und schon kannst du das Programm dann von deinem Rechner dann entfernen. Ja, und das war's schon. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Kurzvideo.